Willkommen zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 6. Wieder mit typisch am Start. Aber ich fürchte, wir sind natürlich. Ich glaube, hier gab es auch ein paar Zellen, die wir alle öffnen konnten. Oh Gott. Und das werden wir auch tun. Ich erinnere mich nicht gerne an diese Szene. Diese Konsole und die Ziffern auf den Türen hängen wohl zusammen. Ja. Na, dann mach mal auf. Welche soll ich auch machen? Du kannst einfach auch alle aufmachen. 0, 1, 2, mach mal. Und damit haben sie einen bekloppten Wissenschaftler freigelassen. Und da ist noch einer. Oh! Nein, dir will ich nicht. Munition nehme ich gerne. So, die nächste Ziffer wäre dann die 201 oder so. Ja. War wohl richtig. Ist auch nicht allzu viel drin, scheinbar. Ja, es ist nicht überall was drin. Dann die nächste wäre dann die... Keine Ahnung, am Ende eine 2. Also ich würde schätzen mal... 202. Na, drück. Ach, ich kann nur einmal immer eine Zahl drücken, okay. Also 202 würde ich sagen. Ne, 202 geht nicht. Ich kann die 202 einmal drücken. Also 102 oder 02. Okay. Okay. Oh, da war jetzt ein Kreischer drin. Oh no. Och nö. Ja, er kreischt auch schon. Klar, von der anderen Seite kommen auch noch welche. Reicht ja noch nicht, gell? Wäre ja sonst langweilig. Du ballerst hier aber auch rum mit deiner Schrotflinte. Das ist die Hydro. Der hat 3 Munition auf einmal zum Verschießen. So, dann der nächste würde ich probieren. 204 Fragezeichen. Hier gibt's hier noch nicht. Was hast du denn zur Auswahl? 0, 1 und 2. Also mit 2 beginnt's auf jeden Fall. Mit 2 beginnt's auf jeden Fall, sagst du. Dann machst du halt 2, 1, 0. Jupp, ja. War schon mal richtig. Ich hab's. Ja, wenn wir halt jede Tür öffnen, gibt es halt, wie gesagt... Alter. So ein Viech wieder. Gibt es halt lauter Zombies, aber auch schon nette Items. Also machen wir mal die 102. Man muss nur die Ziffern auf den Türen eingeben. Und damit ist die erste Tür offen. Ich will nicht, dass der hier aufhört. Und der sowieso schon gar nicht.
Ja, ist ja gut. Dass er auch nochmal schreien muss, nur er stirbt. Stirbt. Okay, packe ich halt das Einzel. Ja. Ich verstehe die Welt nicht mehr mit diesem Kraut. Warum wird denn das immer weniger? Habe ich irgendwas falsch gemacht? So. Dann die nächste Ziffer. Was haben wir zur Auswahl? Das mit 201. Wieder ein Wissenschaftler. Was hast du jetzt aufgemacht? Keine Ahnung. Dann machen wir den 012. Ist direkt bei dir, Vorsicht. Da ist der Wissenschaftler. Ja, der hat nämlich zwei Codes. Ich glaube, bei dem ist noch eine zweite Tür drin. Ja, nämlich hier. Erste Hilfe-Spray. Und ich kann das nicht nehmen. Was schmeiße ich denn dafür weg? Die Brandgranaten schmeiße ich weg. Das Inventarsystem haben die sich nicht so richtig durchgedacht, oder? Ja, man hat halt nicht viel Platz. So, dann hätte man noch die... Theoretisch müsste man ja genug Platz haben, um alle Items einmal zu kriegen. 1, 2, 0 war richtig, okay. Einer von denen, ey, nein. Munitionsschlucker, ey. Dafür aber ordentlich Stuff. So, was haben wir noch für Türen? Jetzt haben wir noch die Tür. Weiß ich jetzt aber gar nicht, was ich da eingeben kann. Wir kriegen das raus. Ja, schön! Naja, nach dem Ausschlussprinzip müsste man das eigentlich irgendwie machen können. Okay, das war schon mal nicht. Vielleicht 021? Das hatten wir auf der anderen Seite eigentlich schon. Ach doch! Okay. Offen. Gehen wir. Ich glaube, da kommen aber noch weitere. Oder waren das jetzt alle? Keine Ahnung. Moment, den Ort kenne ich. Der Abra muss in der Nähe sein. Wer? Bitte sei okay. Okay, die Folie spackt bei mir rum. Komm schon, wo bist du? Hier ist sie auch nicht. Nach wem suchen wir?
nach ihrer Schwester. Deborah, gib mir ein Zeichen, wenn du hier bist. Was ist das denn? Es ist Wasser ausstellen. Okay, machen wir mal. Ach, da ist ein Schlangenemblem drin. Ja, genau. Sollst du nicht den Zombie auf dem Klo wecken? Da wäre ich auch sauer. Aha. Mann, ich muss wieder was wegschmeißen. Weg damit. So. Mal auch wieder das Wasser ausstellen. Diesmal ist aber kein in deinem Leben so. Nein. Aber hier ist ein rotes Kraut in dem Klo da. Das ich nicht aufheben kann. Hast du wieder keinen Platz oder was? Ich hab nie Platz. Nie. Hallo Zombie. Ich merk mir mal, wo das liegt. Ich könnte jetzt eigentlich auch wieder die Pistole benutzen, weil ich wieder Munition hab. Verdammt! Hallöchen! Ja! Werde ich, aber uns läuft die Zeit davon. Leon, haben Sie noch etwas geduld? Genau, Leon, sei nicht so ungeduldig. Ah, da ist eine Tür, wo es weitergeht. Oh. Geh mal halt doch da rein. Was zum Teufel ist das? Vor 3 Tagen waren die noch nicht hier. Vor 3 Tagen? Ada. Ist es das, was Sie mir zeigen wollten? Nein. Ich dachte... Was ja! Da gesehen, Ada? Der kranke Wissenschaftler hat Ada geklont. Kennen Sie? Ich
Ich denke schon. Kann die aber auch nicht abschalten. Schon wieder? Ah, okay. Wir müssen erstmal zur Tür. Soll ein Code drüber sein? 201. Ja. Lösen Sie das Rätsel. Yay! Noch mehr Rätsel. Du hast einen Hund. Ja, ich sehe ihn nur gerade noch nicht. Der ist, glaube ich, unter uns. Ja, der ist unter uns. Ja, aber schnell tot. Ja, ich glaube, hier sogar runter, ja. Wieder was für Teamwork. Bist du hinter mir? Nein? Ja, das ist gut. Bin ich ganz da unten und du hast einen Schalter gedrückt. Habe ich eine Falltür aktiviert oder was? Ein Schalter. Aber man kann hier auch runter, schau. Da. Ach so, okay. Ich bin da runtergehüpft und du hast einen Schalter aktiviert. Auch wieder unendlich viele, oder? Nein. Ganz sicher? Ich sehe nur, dass hier immer wieder neue rauskommen. Oh. Stirb doch endlich, Mensch. Jetzt muss ich zu dir rüber. Ja, ich muss erstmal zu Leon wieder raufkommen.
Oh ja! Ich kann dir gerade nicht helfen, hier unten sind zu viele Leute. Ja, ich habe hier oben auch welche. Ich hör's. Deswegen sage ich das so. Ah! Oh nein! Oh nein! Ja, genau! Das ist scheiße. So, ich habe mich mal gebrutzelt hier. Au! Hör auf zu spucken, du Blödsviech. Sonst habe ich dir den Weg freigemacht. Oh nein! Oh nein! Ja, ne? Natürlich habe ich genau jetzt keine Brandgranate. Die lassen mir auch ein bisschen zu wenig Munition fallen, für meinen Geschmack. So, gut. Ah, schon wieder der Scheiß. Schnell mal nachladen. Okay, auf geht's. Los. Da vorne ist ein Zombie. Gut erkannt. Ach, ein Schreier. Halt, Goschen. Ja, hinter uns sind auch noch welche. Ja, gut, habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich auch nicht. Viechers. Schmeck ich lecker? Schmeck ich lecker? Oh oh. Fuck. Ah.
Wo kommen die denn alle her? Hilfe! Das sind einfach so viele! Ja! Ach, die Springer sind so nervig, ey. Kommt noch einer. Ja, ich weiß, das ist endlos. Das war gerade der detente Hinweis. Mit dem, es sind zu viele und so. Ja, ja, schon klar. Ja. Ach ja. Müllschacht. Ich springe aber auch überall rein. Weinen Sie mich nicht ein. Weil Sie mir nicht glauben würden. Darum möchte ich es Ihnen zeigen. Und dann werden Sie alle Ihre Antworten und Beweise haben. Ah, hier ist noch ein Schlangenemblem. Komm zurück. Was ist überhaupt mit ihr? Okay, wenn Sie antworten wollen, müssen Sie selbst auch ein paar geben. Sie ja. Das ist ungefähr. Und Stille. Machen, was ich will, irgendwie. Kurz bevor denn diese Einblendung kommt, wie ich mich wehren kann, erwischen mich die Viecher. Naja. Ich habe ja auch die Reaktionszeit von dem Faultier, also. Da liegt sie. Okay, genug der Geheimnisse. Was wird hier gespielt? Bringen wir sie hier raus. Dann erzähle ich Ihnen alles. Versprochen. Jetzt kannst du ja erstmal gar nichts machen, oder? Nicht viel, nein. Halt durch, Schwester. Kümmern Sie sich um sie. Überlassen Sie die Feinde mir. Ja, toll. Das sorgt bei mir direkt gleich für Begeisterung. Hältst du uns, was hinter uns ist, im Blick? Da kommt noch nichts. Deborah, hörst du ich mich? Ich weiß das nicht mehr. Ich bringe dich heim. Oh. Das kann ich auch nichts wegschmeißen. Gott. Ach, Recke halt.
Okay. Hilfe! Was? Hilfe? Was? 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 Die Decke stürzt ein! Lauf! Vorsicht! Wenn Vorsicht bei mir irgendwas nützen würde. So, mach den Weg frei. Zutreten kannst du aber immerhin noch. Okay. Ja, ja. Ich glaube, hier müssten auch Kreischer kommen. Ich erinnere mich auch so. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wer stöhnt so, oder weißt du, ist die Dame, die ich auf der Schulter hab. Hinter uns! Hinter uns! Vorsicht, von vorne! So. Okay, ich hole noch kurz das Munition. Danke. Helena, wo sind Sie? Immer noch in der Kathedrale. Was zum Teufel ist da unten? Genau. Anakin, komm! Weil jetzt kommt hier lauter Maschinenpistolenmunition und ich kann nichts davon nehmen. No. Ich kann die ganzen Kräuter nicht nehmen, weil ich sie nicht absetzen kann. Ist natürlich ärgerlich. Vorsicht, da kommen Monster! Ey, nicht spucken! Wie die sich jetzt vor allem genau so, auf dich konzentrieren, musst du ne? Da. Nein, du musst hier dieses Ding wegschieben. Ich weiß, ich habe Munition angesammelt. Ach so. Boah, da spuckt Lässt einer mich, rüber, Alter. Lässt du mich mal meine Arbeit erstmal machen, bevor du mich bespuckst? Nö. Ach, oh je. Deborah, halte durch, wir sind fast da. Deborah, alles wird gut, okay? Thank you.
Ada. Haben Sie einen Geist gesehen? Ada, was zum Teufel ist hier los? Das ist kompliziert. Aber das ist weder die Zeit noch der Ort. Diese Stege halten nicht. Wir müssen in die unteren Ebenen. Ja, toll. Tut mir so leid, Deborah. Ich habe versagt. Helena, gehen Sie weg von hier. Halt, nicht schießen, bitte. Und schon wieder sind wir getrennt. Ja, so ein Zufall. Deborah, wo bist du? Wieder rotes Kraut. Du hast aber noch Ada bei dir, ne? Jupp. Hier. Bitte nicht falsch verstehen. Das klärt sich später. Okay. Ich will ja nicht angeben, aber ich habe gerade einen Heiratsantrag von Ada bekommen. Sie sagte doch nicht falsch verstehen, Leon. Oh doch, auf jeden Fall. Jetzt muss ich auf euch warten. Sie selbst auf. Deborah! Vorsicht, das Zombie! Hab ich nicht. Magst du mal probieren? Rennen. Das geht nur bei dir, glaube ich. Okay. Oh Gott.
Oh, das ist so ein Gehämmere, ey. Okay. Boah, ein rotes Kraut. Yay. Ach, das ist Ada bei mir. Okay. Ada, Helena. Wie wär's mit Hilfe? Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Danke, Helena, dass du genau ins Face gesprungen bist. Oder Ada. Rennt schon zu weit vor, ich kann sehe noch keine Zombies. Immer dann, wenn ich angreifen will. Halt dich mal, du bist schon rot. Ja, ich sehe es auch gerade. Du machst deine Arbeit hervorragend. Ja, und jetzt die Zeit unten. Ich sehe jetzt die Zeit. Ja. Ah, Ada, okay. Meckesal. Ah, jetzt musst du uns bewegen, okay. Und ich höre Monster, Dings, Zombies. Ja, ich sehe aber noch keine. Ich kann auch kurz anhalten? Nein, du kannst weiter am Ende. Okay. Sonst müssten wir eigentlich doch rüberkommen, oder nicht? Da hättest du noch weiter drehen können. Nö. Ah, okay, gut, dann kommen wir zu uns. Oh nein, ich war. Oh Gott. Ups. Immerhin bleibt ja die Kombination immer gleich. Hör auf, Deborah! Das bist nicht du! Deborah! Ja, jetzt bin ich am Heilen gewesen und dann. Ja, genau. Okay, wie soll man sich bitte dagegen wehren? Okay, Ada gibt mir eine Spritze. Danke. Ah ja. Oh je. Huh.
Oh Gott. Bleib gleich liegen, ey. Wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Nein, 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 scheiß! Okay. Die Fässer habe ich zu spät gesehen. Ich glaube, sie kommt jetzt aber auch gleich nochmal. Teuer bezahlen. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Ich werde dich hier rausbringen, Deborah. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein. Nein, lass sie los. Nein. Lass mich in Ruhe. Nicht meine Schwester. Nimm mich. Bitte. Ich tue alles. Bitte. Bitte, bitte, tu sie nicht mehr! Deborah! Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlisten. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Leon, wo sind Sie? Ist Simmons bei Ihnen? Ja. Hannigan, seien Sie auf der Hut. Ich glaube, er ist es, der... Simmons. Verborgene Wahrheiten. Ich bin wieder zweimal gestorben, gar nicht. Hervorragend. Okay. Ja. Brauchst du noch ein bisschen? Soll ich zurückziehen? Alles gut. Geht auch gar nicht. Okay. Du hast noch 17 Sekunden. Warum kann man das nicht abbrechen?
Präsident hielt große Stücke auf Sie, Agent Kennedy. Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten. So dass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt... Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja umgehend stellen. Aber wird er bezahlen? Das wird ja immer besser und besser. Warum gibt es diese Hightech durchsichtigen Smartphones eigentlich heute immer noch nicht? Ich warte da drauf. Durchsichtige Smartphones. Ja, wir müssen da weiter. Aber ich würde sagen, bevor wir die Hebel betätigen, machen wir hier nochmal einen Schnitt. Mhm. Für die Spannung. Genau. Wir machen dann hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.